Herzlich willkommen zu meiner Vorlesungsreihe über die Renaissance. Über die Renaissance in der Musik, über die Renaissance in der Geistesgeschichte und vor allem in der Kunstgeschichte und ihre Ausprägung in der Musik, über das Prinzip Renaissance, über die Zeitläufe hinweg. Zunächst stellt sich uns die Frage, was ist Renaissance überhaupt? Wie kennzeichnet sich die Renaissance? Was sind ihre Kriterien? Was ist ihr zeitlicher und inhaltlicher Geltungsbereich? Der Begriff ist zunächst ein Epochenstempel, wie alle Epochenbegriffe eigentlich Stempel sind. Deren Sinn und Zweck besteht vornehmlich darin, einen fest umrissenen Zeitraum zu definieren und sich von umgebenden Zeitläuften abzugrenzen. So erinnert sich wahrscheinlich jeder an verschiedene Grenzen. In einem Programmheft zur Marienvesper, Claudio Monteverdis hieß es, er stünde am Übergang von der Spätrenaissance zum Frühbarock. Eugen Drewermann sagte, man müsse Luther noch als mittelalterlichen Scholasten begreifen. So also haben wir die Renaissance auf einen Zeitraum von 60 Jahren begrenzt. Irgendwie geht es so also nicht. Ein treuer Begleiter meiner zahlreichen Florenzreisen war der Kunstreiseführer von Dumont. Der Autor Klaus Zimmermanns bringt den Begriff Proto-Renaissance statt Gotik oder Mittelalter als Abgrenzung zur Renaissance, als Übergang zur Renaissance, aber auch als klugen und grundlegenden nominalistischen Schachzug. Demgemäß sind Orcagna, Cimabue, der große Giotto, Gaddi, Daddi, die Lorenzetti-Brüder, Simone Martini. Mit anderen Worten ist das gesamte 14. Jahrhundert und sogar noch das ausgehende 13. Jahrhundert zur Renaissance gehörig, mindestens aber zur archaischen Form eben jener Proto-Renaissance, der Vorrenaissance. Dahinter steht die Idee, dass Dante und seine göttliche Komödie, angesiedelt also im Jahre 1300, den Einstieg in die Renaissance markieren. Nun sind wir also immerhin bei einer Dauer von 300 Jahren. Aber nur so lange, wie wir Johann Sebastian Bach nicht
in die Betrachtung mit hineinnehmen, sondern eindeutig dem Hochbarock zuordnen und mit ihm die Möglichkeit von einer Meta-Renaissance, einer Post-Renaissance als Analogon zur Proto-Renaissance zu sprechen. Wenn wir uns ein wichtiges und in gewisser Hinsicht paradigmatisches Lehrwerk des 15. Jahrhunderts in Erinnerung nehmen, rufen, nämlich die Prospettiva Pingendi und das Libellus de Quinque Corporibus Regularibus, also von der Perspektive in der Malerei und vom Büchlein über die fünf Elementarkörper, gemeint sind hier die platonischen Körper, beides um 1478 geschrieben von dem Mathematiker und Maler Piero della Francesca. Wenn wir uns also diese Bücher in Erinnerung rufen, wenn wir uns ferner die perspektivischen Proportionsberechnungen bis hin zum vitruvianischen Menschen vor Augen führen, wenn wir uns schließlich an die komplexen kanonischen und proportionsmetrischen Strukturen bei Dufay, Ockeghem oder Agricola erinnern, so dürfte es leicht fallen, Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge, die vom Himmel hoch Variationen oder die Goldberg Variationen mit in diese Reihe zu stellen. Das weist Bach jedoch als Komponisten aus, der wenigstens zu einem Großteil seines Schaffens und seines Lehrwerks aus seinem Jahrhundert gefallen ist. Das heißt, auf die Frage, welcher Epoche Bach denn zuzuordnen sei, müsste die Antwort lauten, der Renaissance, wissend, dass er Leonardo und Pierrot näher steht als Rubens. Ist das bei Händel auch so? Wohl kaum. Nun haben wir die Renaissance auf 450 Jahre gedehnt. Halten wir die Erkenntnis fest, dass der Renaissance-Mensch den Drang verspürt, die Welt und die Kunst zu vermessen. Das ist freilich nur ein Aspekt, natürlich, aber ein wichtiger. Man kann sagen, dass die archimedische und platonische Elementarkörperlehre und die Berechnung der Proportionen, wie wir sie aus der Kunst und Architektur kennen, auch in der Musik ihren Raum beanspruchen. Das betrifft erstens die Vermessung der Zeit in Gestalt der Mensuralnotation. Zweitens die Tonhöhe, etwa die Oktavteilungen bei Zarlino, die Stimmungssysteme bis hin zum Arcicimbalo Vicentinus und drittens die Vermessung der formalen Anlage von Cantus Firmus Motetten und Messen, etwa in Palestrinas Magnificats und Hymnen und viertens komprehensive, komplizierte, kontrapunktische Techniken wie Spiegelkanons, umkehrbare Kontrapunkte, Proportionskanons, krebsgängige Kanons, komplette Spiegelungen und so weiter. Eine solche verstandesmäßige Organisation der Musik, die nach vollkommener Ordnung strebt und die Logik der Permutation und Serialität auf die Unwägbarkeiten und Varianzen der Musik überträgt, bildet die Grundlage für wichtige Strömungen im 20. Jahrhundert, von Schönberg über Webern bis hin zu Pierre Boulez. Die eigenartige Kühle in Bildern von Piet Mondrian oder die strenge Komposition in Finnegan's Wake von James Joyce bezeugen das zudem. Das magische Quadrat, wie es auf dem Stich Melancholia II von Albrecht Dürer als Insignium der Depression erscheint, möchte man wie eine Überschrift des Serialismus im 20. Jahrhundert hernehmen, mit all seinen Varianten. So dehnt sich dieses ureigenste Renaissance-Prinzip, diese Renaissance-Wahrnehmung,
mit ihrer Berechnung alles künstlerisch Unwägbaren bis in das 20. Jahrhundert aus und prägt ja auch das 20. Jahrhundert zu einem großen Teil. Das nun aber umfasst immerhin einen stattlichen Zeitraum von 700 Jahren. Offensichtlich also liegt im Begriff Renaissance weit mehr verborgen als eine bloße kulturgeschichtliche Einordnung. Das Wort Wiedergeburt scheint etwas zu beherbergen, das in sehr grundsätzlicher Weise beschreibt, wie der Mensch der Welt gegenübersteht und dass Kunst, Musik, Architektur, Literatur und Philosophie entäußert. Das aber eröffnet Kategorien, von denen wir zwar sagen können, wann sie geboren wären, die aber dann, einmal erwachsen geworden, in allen Zeiten immer und immer wieder auftauchen. Mit anderen Worten, jede Zeit hat ihre Renaissance. Das Wesen der Renaissance ist es wohl, metahistorisch zu sein. Um aber die Eigenschaften dieses durch die Zeiten wandernden Wesens zu erforschen, begeben wir uns auf eine Zeitreise. Sagen wir in die Zeit der Notre-Dame-Epoche, in das Jahr 1180. Notre-Dame in Paris also. Stellen wir uns vor, wir stehen vor der Porta Coeli, dem Himmelstor, also dem Westeingang zu diesem hochgotischen Dom. Indem wir die Kirche betreten, jetzt wohlgemerkt in unserer Vorstellung als Menschen dieser Zeit, so schwer es auch ist, betreten wir das himmlische Jerusalem. Das ist wichtig. Wir betreten eigentlich keinen architektonischen Raum, sondern das himmlische Jerusalem. Der Dom ist nicht das Abbild des himmlischen Jerusalem, noch ist er ein Symbol dafür, sondern er ist das himmlische Jerusalem selbst. In diesem Augenblick verschieben sich Raum und Zeit. Denn das himmlische Jerusalem ist eine neue Stadt in einer neuen Zeit, wenn der alte Himmel und die alte Erde am Ende der Apokalypse untergegangen sein werden. Erde und Himmel werden erneuert werden und das himmlische Jerusalem wird vom Himmel herabfahren, so heißt es in der Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Das also ist der Dom und alles, was hier abgebildet ist, ist kein Bildnis, sondern leibhaftig und gegenwärtig. Deshalb ist das Bildnisverbot erfüllt, wie es bei 2. Mose, 20. Kapitel, 4. Vers gefordert ist und wie es im Islam und Judentum, in deren Moscheen und Synagogen auch eingehalten wird. An die Stelle des Bildes tritt dort das Ornament. Doch auch hier, in den christlichen Domen der Gotik, ist es eigentlich erfüllt, denn Christus Pantokrator etwa, der Weltenrichter, der über dem zentralen Westportal im Tympanon thront, ist nicht sein Abbild, sondern im Verständnis dieser Zeit ist er Christus selbst, ebenso wie Maria im Portal links daneben Maria ist und nicht nur ein Abbild. Diese sozusagen parallele Wirklichkeit ist ein zentraler Punkt gotischer Kunst. Er betrifft auch die bildende Kunst und die Musik. Stellen wir uns eine Marienikone vor. Eine Ikone hat um das eigentliche Bild herum einen goldfarbenen Akklat. Hier scheint das ewige Licht des himmlischen Jerusalem. Erscheint nun im Hintergrund ein Baum oder eine Landschaft oder eine Stadt,
so stilisiert sie auch immer sein mag, wird das Marienbildnis automatisch zu einem Abbild einer diesseitigen jungen Frau, die im diesseitigen Umfeld des Betrachters lebt, im Erfahrungsbereich des Betrachters. Und wer weiß, vielleicht sogar Ähnlichkeit mit der Tochter des Präfekten hat. Indem das geschieht, bricht die Renaissance an, die Wiedergeburt des Menschen, des diesseitigen Menschen, möchte man hinzufügen, in der Kunst. Die Kunst lebt dann nicht mehr in einer jenseitigen Sphäre, sondern ist Bestandteil des Menschen in seiner diesseitigen Welt. Ein entscheidendes architektonisches Indiz in einer gotischen Kirche, in einem gotischen Dom, ist die Fiale. Die Fiale wirkt wie ein Zeigefinger in den Himmel. Der Raum unter ihr ist vom Himmel geschützt, mehr noch erzeugt. Wenn nun eine Skulptur in einer Exedra steht und unter einem Gewölbe, das sich in eine Fiale weitet, nach oben streckt also, ist die Figur im himmlischen Jerusalem automatisch anwesend und damit kein Abbild mehr, sondern real. Wenn die Fiale fehlt, wird sie zu einem Bildnis eines Menschen, einer ikonografischen Darstellung eines Menschen, der im Diesseits lebt, eines Menschen gewissermaßen aus Fleisch und Blut. Paradigmatisch nun für die Musik des Mittelalters ist das Organum der Notre-Dame-Zeit, 1180 bis 1250 ungefähr. Das Organum Purum hält die Cantus Firmus-Töne in der Vox Principalis lang aus. Die Organalstimme singt ein frei schweifendes Melisma dagegen. Die Zeit ist vollkommen aufgehoben, sie wird nicht durch ein Metrum gegliedert. Es ist fast unmöglich, den Cantus Firmus wiederzuerkennen. Diese Form liturgischen Gesangs war im Sinne der Gotik Engelsgesang, Canticum Angelorum. Denn im himmlischen Jerusalem gibt es keine Zeit mehr. Indem die gemessene Zeit den Fluss der Musik bestimmt, wird nun die Musik irdisch und damit eigentlich automatisch zur Renaissance-Musik. Die damit assoziierte Mensuralnotation macht die mathematische Proportion zum musikalischen Ereignis, das die Zeit gliedert. Seit je war ja die Musik Bestandteil der Septem Artes Liberales, der sieben freien Künste, und innerhalb dieser im Quadrivium verortet, neben den mathematischen Disziplinen Arithmetik, Geometrie und Astronomie. Grundlage ist das Verhältnis von lang und kurz. In der Mensuralnotation zeigt das Mensurzeichen, ob das Verhältnis von Brevis und Semibrevis, perfekt als dreizeitig oder imperfekt, also zweizeitig ist. Das Dreizeitige war das Tempus Perfectum, das Vollständige, und das Zweizeitige, das Tempus Imperfectum. Gleiches gilt für die Prolation, das Verhältnis von Semibrevis zur Minima. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel, wie Musik es vermag, Zeitverhältnisse architektonisch zu formen und in proportionalen Verhältnisse zu gießen, ist die Motette Nuper Rosarum Flores von Guillaume du Fayet. Wir hörten einen Ausschnitt dieser Motette am Anfang dieser Vorlesung.
Dufay erhielt von den Medici den Auftrag, diese Motette zur Weihe des Domes Santa Maria del Fiore in Florenz im Jahre 1436 zu schreiben. Bemerkenswert ist die Umsetzung Dufays und die Grundidee dieser Motette. Die mensuralen Cantus-Firmus-Proportionen nämlich entsprechen denen des Florentiner Domes. Dufay lässt den Cantus Firmus viermal durchlaufen. Er gruppiert die Semibreven einmal zu Sechsergruppen, dann zu Vierergruppen, dann zu Zweiergruppen und dann zu Dreiergruppen. Das bedeutet, dass die Brevis entweder sechs Semibreven, vier Semibreven, zwei Semibreven oder drei Semibreven lang ist. Die Tempoverhältnisse, ja, die Zeitverhältnisse der Breven entsprechen also einfachen Proportionen wie 4 zu 2, 4 zu 3, 3 zu 2 und 2 zu 1, 4 zu 3 zu 2 zu 1. Was haben nun diese Proportionen mit dem Florentiner Dom zu tun? Nun, sie entsprechen den architektonischen Proportionsverhältnissen des Domes. Von der Porta Coeli bis zur Vierung, das heißt bis zum Zentrum der Kuppel, misst der Dom 150 Meter. Von der Porta Coeli bis zum Ende des Langhauses und Beginn der Vierung 100 Meter. Und von Nord nach Süd, also im Querschiff, misst der Dom auch noch einmal 100 Meter in der Vierung. Die Höhe der Kuppel von der Tamburzone bis zur Laterne entspricht 75 Meter, sodass wir hier eben solche Proportionen wiederfinden, wie sie Dufay in seiner Motette Nuper Rosarum Flores in Musik gießt. 150 zu 100 entspricht 3 zu 2, 150 zu 75 2 zu 1 und 100 zu 75 4 zu 3. Also alle drei Proportionen, die wir hier in Musik gespiegelt wiederfinden. Der mathematische Aspekt des Lang-Kurz-Verhältnisses ist ein sehr wichtiger. Die Proportion ist eine zentrale Kategorie für den Renaissance-Menschen. In der Musik sind noch zwei weitere Kategorien damit untrennbar verbunden, nämlich die Sprache, das heißt das Versmaß, und der Tanz. Der Weg zur Mensurierung der Zeit führt über das Melisma. Das mag zunächst paradox erscheinen, denn die Mensuralnotation ist der vorläufige Gipfel der komprehensiven Notationskunst, das Melisma hingegen der Gipfel ornamentaler Unwägbarkeit. Wie kann Strenge aus Unwägbarkeit sich entwickeln? Es gibt einen gemeinsamen Ausgangspunkt, das Melisma im Cantus Firmus der Ars Antiqua. Wie ich bereits erwähnt habe, sang im Organum Purum die Prinzipalstimme den Cantus Firmus in sehr langen Notenwerten. Nun gibt es Stellen im Cantus Firmus, wo dieser selbst melismatisch ist, etwa im Jubilus, also im Halleluja. Hier ist die Vox Organalis im zweistimmigen Satz nicht mehr freischwebend, sondern rhythmisiert, eigentlich um Zeit zu gewinnen. Diese Rhythmisierung folgt in sechs Versmaßen, aus denen die sechs rhythmischen Modi gewonnen werden.
Da hier lang und kurz nach bestimmten Mustern aufeinander folgen, ist diese Urmensur dreizeitig. Die Modi sind beispielsweise lang kurz, kurz lang, kurz kurz, lang lang und so weiter. Jambus, Dactylus, Tribrachis, Anapest und so weiter. Sie finden auch dann Anwendung, wenn der Satz dreistimmig ist. Das ist deshalb nötig, um die Zusammenklänge von Konjunkten und disjunkten Intervallen zu organisieren und kadenzielle Situationen zusammenzuführen. Die Unwägbarkeit zerfließender Zeit im Canticum Angelorum des himmlischen Jerusalem weicht so langsam einer Organisation von Zeit. Die musikalische Zeit erdet sich. Wie nun aber kann man ablesen, wann welche Stimme welchen Modus singen muss? Aus der Quadratnotation. Ihr Wesen ist melismatisch. Sie notiert nicht oder nicht nur Einzeltöne, sondern vornehmlich Tongruppen. Deren Anordnung gibt nicht nur den Melodieverlauf wieder, sondern zeigt eben auch den zu skandierenden Modus an. Die melismatische Gruppierung ist die Wurzel zur Notation von Lang-Kurz-Abfolgen. Die frankonische Notation, also ungefähr im Zeitraum von 1250 bis 1320, und die Mensuralnotation, also ab 1320, in der Schrift Ars Nova Notandi, die neue Kunst des Notierens von Philipp de Vitry, präzisieren das Lang-Kurz-Verhältnis durch arithmetische Proportionierung in einem hierarchischen System, das kleinere Notenwerte auf größere bezieht und alles auf einen großen Mensurschlag bezieht, dem Hin und Her eines Pendels vergleichbar, dem Integervalor. Auch wenn jetzt die Einzelnote, die Semibrevis, das Zählmaß ist, bleiben die Ligaturen als Erbe der Quadratnotation erhalten. Die Übersetzung ins Versmaß nimmt den Jambus, also kurz, lang, als vollkommen an. Die beiden Komponenten werden als Proprietate und Perfektione bezeichnet, als übersetzt frei gute Eigenschaft und perfekte Eigenschaft. Kurz lang wären dann cum perfectione, cum proprietate, kurz also cum cum. Der umgekehrte Fall, der Dactylus lang kurz, ist dann sine sine. Die COP-Ligatur, die cum opposita proprietate, also gegenteilig aller positiven Eigenschaften, bedeutet nur kurze Notenwerte, also Semibrevisen, die aufeinander folgen. Die nur kurzen Notenwerte assoziieren wir ja mit der Assoziation und der Mechanik von Skalen, Groppi, Umspielungen und so weiter. Und das im Sinne dieser sich entwickelnden Zeit ist COP, also genau das Gegenteil der positiven Versmaßeigenschaften. Das schweifende Melisma ist originär ein unwägbares Ornament. Die Mensuralnotation ist ein präzises, proportionales System. Sie entwickelt sich aus dem Melisma. Das Bindeglied ist die Modalnotation, die Versmaße aus der Sprache zur Darstellung von Kurz-Lang-Verhältnissen nutzt. Solche Partien, die in der Ars Antiqua Discantus genannt wurden, klingen gleichzeitig wie ein Tanz. Das liegt daran, dass die Modi im perfekten Dreiermaß schwingen. Durch diesen notationskundlichen Ausflug haben wir uns folgende Kategorien erarbeitet, die für die Renaissance von Bedeutung sind. Erstens die komprehensive Konstruktion, die Proportion. Zweitens die Sprache, also die Versmaße, die Modi. Drittens das Ornament, also das Melisma. Und viertens der Tanz. Diese kategoriale Sammlung wollen wir nun vervollständigen, präzisieren
und entfalten.